Namco Presents. Tekken 2. Boah, wie geil ist das denn? Ja, Leute, hier noch einmal Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Tekken 2. Genau. Ey, Thompson. Und ich möchte gar nicht lange reden, ich möchte euch einfach den Arcade-Mode zeigen. Von jedem Spieler und so jeden Charakter freischalten. Hier bei Tekken 2, einem der besten Tekken-Teile, finde ich. Wir fangen auch einfach an, wir gucken mal, wen haben wir da? Jun, Yoshimitsu, Nina, Law, Hayashi, Paul, Jack 2, King, Michelle und Lee. Ich werde einfach vorne anfangen und wir fangen einfach mit Yun an. Stage 1. Yun vs. Jack 2. Das ist die zweite Aufnahme. Warum ist das die zweite Aufnahme? Gerade wollte sich mein Java-Update hat Hallo gesagt. Und hat dann doch tierisch gestört. Au, ab, Jack 2. Ich hab gerade im anderen Part schon gesagt, ich bin ein echter Noob in Tekken eigentlich. Ich hab das ewig nicht mehr gespielt. Boah. Alter, wo hat er den Kick denn her? Lol, da fletzt er mich. Und bedenke, ich hab das hier auf einfach gestellt, ne? Das seht ihr ja mal, wie noobig ich agiere. Ha, ich hab sogar gewonnen. Stage 2. Jun vs. Mina. Voll der Dame ins Gesicht getreten. Oh, der hat gesessen. Ey, du kannst mich doch nicht einfach hochwerfen. Zack, kriegst du einen auf der... kriegst einen ab hier. Oh, aber volles Met. Boah, diese schönen Pixel hier überall, ey. Mann, ey, da kommst du zu spät mit dem Kick, ey. Oh, der hat gesessen. Und flog volles Met durchs Gesicht. Die arme Nina. Und jetzt ist Lee dran. Oder Lai, oder was weiß ich, wie ihr ihn nennen wollt. Ja, was ist los, du Feigling? Oh, jetzt knackt's. Und knack, oh, voll den Arm gebrochen. Und perfekt gemacht. Ich finde diese Zeitlupe immer auch so schön, ey. Die Musik ist auch gut. Stage 4. Jun vs. King. King, der alte Wrestler, doch. Alter, hörst du mal auf?
So, knappes Ding. Ja, warum finde ich Tekken 2 so cool? Ich habe keine Ahnung. Das ist das, was ich früher auf der PlayStation so gesuchtet habe. Wie hast du mich denn jetzt angesprungen? Das war so lange war das her. Und ich dachte, jetzt muss einfach mal mit so einem Let's Play kommen. Habe ich dich. Und das war's für dich. Knack! Voll in den Arm mit dem Brummel. Hört man immer so schön. Achte mal drauf. Immer genau hin. So knack! Stage 5. June vs. Michelle. So, gleich mal den nächsten Trigger. Oh, voll in den Arm gebreakt. Ey! Sorry, Michelle. Hallo, das geht aber nicht. Trick 17. Okay. Hast du das gesehen? Hat die mir. Nein! Oh. Aber ganz knapp gewonnen. Einen kleinen Dance gemacht. Und tanzt mit mir. Oh, der hat gesessen. Michelle, wa? Na, steh auf. Aua, Mann! Ich wollte dich grabben. Was zum... Oh, hast du das gesehen? Guck mal, die wollte gerade da jetzt einen Hammerschlag einholen, ey. Das haben wir auch geschafft. Stage 6 gegen Heihachi. So, das wird schwierig. Der Typ ist ein Brecher. Autsch, voll, jetzt hat sie... Oh, ja, genau. Nein, mein Schlag war doch erst. Nein, oh, zu spät gesehen. Du verloren. Alter, Sack, ey. Oh nein, nicht den ollen Neckbreaker. Yeah. Den alten Stinker, ey. Komm her. Das ist so ein Flachkopf, ne? Auf alles abzublocken, ey, das kann nicht sein. Ich hab verloren. Oh, war das knapp. War das knapp, Leute. Der hätte mich gerade getroffen. Okay. Mann, ey, du alter Sack. So. Boah. Gut, dass der nicht getroffen hat. Mann, das kann nicht sein. Oh, knapp. Oh, ich bin so ein Noob in so einem Spiel. You win. Ja, schön gemacht. Und Stage 7 gegen Paul. Autsch. Oh, was hat der denn gemacht? Alter, wie bitte? Mann. Kann ich nicht grabben? Oh, ich kann nicht grabben, der wird mich töten. Nein! Ah, ja, hab ich aber hier Lack, ey. Stell dir mal vor, ich hätte das auf Mittel oder Hart gestellt. Ich will mich ja zerpflücken. Hallo, ich war ja wohl schneller. Mist. Boah, also der Punch, ne? Okay, der hat jetzt halt mich vorgeführt. Was zum? Ach Mann, ey, mein Trick immer. Boah, jetzt hat er mich aber. Nein! Oh, Leute, so close! Versus Wang. Wang Chang-Suppe?
Es gibt immer so einen besonderen Charakter, den man mit Hilfe, wenn man einen durchspielt, kann man den freischalten. Ich glaube, es ist in ihrem Fall ist es Wang oder Wan, nachdem man ihn ausspricht. Boah, du Trickser, aber dance mit mir. So, aber eben einen Kopf getreten. Ich meine, dass es der ist, dass man den so freischalten kann. Also es ist zumindest immer ein Charakter, den man am Ende eines jeden... Oh Mann. Alter, jetzt mal auf. Den man am Ende eines jeden Runs freischalten kann. Oh Gott. Eieiei, das war schlecht. So, ein kleiner Dance. Warte, what the hell? Wie hab ich mich denn jetzt gedreht? Voll Magic-mäßig. Alter! Hör mal auf, du. Hallo! Lass mich mal auch mal wieder. Boah! Ja, jetzt hat er mich. Oh, das gibt's nicht. Ich hab verloren. Ja, komm, continue. Ich muss ja wohl. Nein, jetzt hab ich nicht Danke. Oh, das gefällt ihm voll. Oh, ich spring auch immer drüber, ne? Hallo? Wie kannst du denn meinen Tritt, meine Technik auftriggern? Oh, das kann nicht sein, ne? Guck mal, ich jetzt aufs Maul. Oh Gott! Ey, wie ich auf die Fresse kriege bei dem. Hallo, nein! Oh, wie er mich legt, ey. Nein, nein! Jetzt macht er noch perfekt gegen mich. Oh Mann, hallo, hör mal auf. Warum schlägt er denn. Warum schlägt er Mädchen? Wie kann er denn so einen Trick? Wie macht man so einen Trick? Ey, das ist doch nicht vorbei. Das kann nicht sein. Ich krieg den nicht hin, ich krieg den nicht niedergerungen. Ach Mann, komm. Oh, da, hallo, ich drücke nach hinten, um abzuwehren, aber er wehrt nicht ab. Aber sie wehrt nicht ab. Und tschüss. Der ist zu stark. Mama, ich schaff das nicht. Jetzt lass dich doch mal grabben, du alter Sack. Alter, den Kick, den kriege ich nicht hin. Den weiß ich nicht auszuweichen. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, jetzt grabbt er mich tot, ey. Tekken 2, erster Part, fängt super an. Hallo, ich weich doch auf. Nein, oh Mann, grab ihn. Dann mach ich's halt so, ey. Yay, ich hab einmal gewonnen. Nein! Ach, wie man, du sollst, nein! Nein, du solltest ihn grabben. Das kann nicht wahr sein, ey. Scheiße. Leute, was ist denn das? Stage 8 und ich komme nicht an ihm vorbei. Ja, man soll ja auch keine alten Leute schlagen, ne? Das geht ja auch nicht. Ich mach das jetzt so, das ist mir jetzt wurscht. Ich mach das jetzt so, komm. Chinesen auch noch so hin? Mist, oh, er hat gesessen. Lass ja auch immer so schön den Kopf da wegziehen, ne? Alter, lass das. Jawohl! Ja, ich hab gewonnen. Heieieiei. Stage 9. Das ist Kazuya. Der ist richtig schwer. Also Kazuya habe ich noch in Erinnerung, der hat's richtig auf dem Kasten. Weil der auch unglaublichen Damage macht. Aber ich dance ihn kaputt. So muss es sein. Jawoll. Weil der richtig fiese Tricks hat, ey. Kacke. Ja, genau den. Die Musik ist auch episch. Was zum?
Oh, hast du das gesehen? Ach, scheiße. Nein, ach Mann, ich hätte ihn graben können. Scheiße. Ja, da siehst du den Typen, ne? Der ist so eine Rakete, ne? Es ist so schwer, den zu knacken. Besonders wenn man total eingerostet in so einem Spiel ist, ey. Nein! Ach, wie kann er mich denn schon wieder graben? Yes! Da liegt er. Und jetzt kommt Stage 10 gegen Devil. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Tekken-Characters. Und der ist so krass stark, ne? Nein! Gott sei Dank macht er nicht sein. Yes! Die Spiegel im Hintergrund sehen auch geil aus. Guckt euch das an, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie der einen legen kann. Wie der einen... Oh Gott. Ja, das war's. Wie der einen so fertig macht. Ey, das gibt's nicht, ne? Komm, du mach ihn doch fertig. Ach man, scheiße. Ah, Leute, das gegen Wang war ja schon lang, ne? Aber ich glaube, der hier könnte noch länger dauern. Weil er einfach so unglaublich stark ist, der Typ. Bam! Gewonnen! Und jetzt gibt's eine kleine Endscene von Yun. Ein Eichhörnchen. Was? Ah, ein Pferd. What the fuck? Ein Schulbus. Ah, ne, ist kein Schulbus. Oh, Yun ist wieder in der Natur. Ist das nicht schön? Das war's mit Tekken. Nein, zumindest nur für diesen Part. Denn, oh, Characters. 100%. Yay. So, und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Das Schöne ist bei dem Ganzen, jetzt wenn wir jetzt mal Card Mode gucken, steht uns ein neuer Charakter, nämlich Wang, zur Verfügung. Mit dem können wir das Ganze auch nochmal durchspielen. Aber jetzt ist es erstmal Yoshimitsu dran. Aber nicht in diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tekken 2, wenn es mit Yoshimitsu weitergeht. Yeah.